Willkommen, Freunde des schlechten Geschmackes. Arlekin ist mal wieder euer Captain und heute geht es wieder um eine kleine Mod für Kingdom Come Deliverance. Wenn es euch stört, dass ihr, wenn ihr mit dem Bogen zielt, keinen Zielpunkt habt, dann hilft diese Mod euch. Die Mod findet ihr wieder auf Nexus Mods. Ich werde euch den Link in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr dann auf der Seite von der Mod seid, dann geht ihr auf Files und klickt auf manuellen Download. Ich habe das schon getan, deswegen breche ich das mal hier ab und öffne mal eben meine zwei Fenster, die ich brauche. Dann sucht ihr den Ort auf, wo ihr das Mod-Archiv gespeichert habt. Das habe ich hier gespeichert, dann entpackt ihr das, dann kriegt ihr die User-CFG-Datei. Die kopiert ihr dann und ich zeige euch mal, wo ihr die hinkopieren müsst. Das ist nämlich Steam Library, Steam Apps, Common, dann sucht ihr nach Kingdom Come. Und genau in diesen Ordner kopiert ihr die Mod rein. Wie ihr seht, habe ich hier schon eine User-CFG. Es kann sein, dass ihr wegen einer anderen Mod diese Datei schon drin habt. Dann müsst ihr gewisse Parameter hinzufügen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Ich benenne die Datei erstmal um. Warum mache ich das? Ich füge hier einfach einen .txt ran, damit das zu einer Textdatei wird und ich sie einfach öffnen kann. Und wie ihr seht, habe ich hier zwei Einträge drin. Das hier ist der wichtige Eintrag. Dieser fügt den Zielpunkt wieder hinzu. Ich packe den euch auch in die Videobeschreibung. Dann schließt ihr die Datei wieder und vergesst nicht, die Endung .txt wieder zu entfernen. So, ich bin jetzt mal hier im Wald. Wie ihr seht, habe ich hier drei Opfer gefunden. Was heißt drei Opfer? Auf jeden Fall sind hier drei Menschen. Ich zeige euch jetzt mal, dass ich den Zielpunkt habe, wenn ich den Bogen raushole. Der Zielpunkt bleibt und der Pfeil landet da, wo der Zielpunkt ist. Das war ein Schuss ins Bein von dem Typen. Und jetzt machen wir... Der zweite hat auch getroffen. Aber um euch das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, töte ich jetzt mal hier den Quest-NPC. Das ist egal, weil ich werde nicht speichern. Da, wo der Punkt ist, landet der Pfeil. Yeah, es funktioniert. Das war das kleine Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß.